So, wir laufen. Wir laufen wieder mal. Endlich wieder, muss ich sagen. Ich freue mich sehr. Herr S. Herr S. Herr K. Sehr schön, Sie wieder bei mir zu haben. Ja, lange ist her. Es ist lange her. Amnesia liegt ja schon ewig zurück. Ich meine, ihr habt jetzt erst vor kurzem was drauf. Was Ende gesagt. Amnesia, du darfst nicht sein. Was das ist nochmal? Was ist das? Dieses Horrorspiel mit dem im Dunkel verstecken und so. Aber ich komme. Weiß ich nicht mehr. Okay. Kenn ich nicht. Kann ich mich nicht. Kann ich mich nicht erinnern. Ja, und jetzt haben wir uns gedacht, spielen wir doch mal irgendwas Neues. Und es wird sein. Es wird sein? Outlast! Was ist eigentlich das deutsche Wort dafür? Ich kann es gerade nicht übersetzen. Außen? Ja, kannst du. Ausletzte. Was? Ausletzte? Ausletzte. Wir spielen jetzt Ausletzte. Das Letzte. Ausletzte. Ausletzte. Und zwar habe ich ein neues Hobby. Was? Ich habe ein neues Hobby. Ich habe ein neues Hobby. Das nennt sich Swaffeln. Wer es nicht kennt, schon mal gehört? Was? Swaffeln? Das klingt irgendwie pervers, aber ja. Swaffeln. Ich werde es mal hier unten irgendwo einblenden oder so, keine Ahnung. Das Wort Swaffeln hier. Swaffeln. Wer es nicht kennt, dann möchte man bitte gerne hinkommen. Das machst du schon seit 10 Jahren, Swaffeln. Stimmt, aber unbewusst. Ach so. Unbewusst geswaffelt, aber okay. Auf jeden Fall sehr schön. Ich sag nur die Holländer. Gut. Was? Von mir aus können wir jetzt loslegen. Was redest du? Also ich hab gehört, dass Outlast... Ach so, Moment. Ich muss hier erst noch mein ja. Also ich darf aus gesundheitlichen Gründen keine Limo trinken. Keine Limo, ja, leider. Da es mir nicht gut geht, ich muss sagen, es geht mir dahin. Aber das hindert mich nicht daran. Huh. Ja. Schön in die Linse rein, oder? Sehr schön, ja. Ja, wahrscheinlich schon, aber das sieht man jetzt nicht. Aber wahrscheinlich sieht man es dann. Im Schnitt siehst du es dann. Im Schnitt sehe ich es dann. Und schön die ganze Zeit durch die. Wir haben hier. Ja, komm. Weiß nicht. Okay. Schon wieder. Prösterchen. Was? Prösterchen. Ja. Sie haben sich noch nicht eingeschenkt. Nee, mach ich dann noch. Achso, okay. Leeres Glas. Mhm. Was ist echt mit dem Wasser vom das Gute vom Hessbacher? Das Gute Wasser vom Hessbacher? Ja. Das steht beim Hessbacher. Ja, gut. Hab ich schon lange nicht mehr. Da steht's, ja. Also. Wir kamen auch schon lange nicht mehr zusammen. Daran wird's liegen. Ja, aber das Hessbacher, das war in den letzten Amnesia-Folgen auch nicht mehr. War lange nicht mehr gesehen. War lange nicht mehr gesehen, ja. So, der Weg zum Hessbacher ist halt ziemlich weit. Das ist erst drin, ich bin bereit. Sie sind bereit? Bereit? Also ich wollte euch, oder irgendjemanden, der hier da zuschaut. Es schauen viele zu. Ach, Herr komm. S. Oder viele ist. Wollte ich heute mal speziell begrüßen, aber ich durfte nicht. Sie durften nicht? Ja gut. Nee. Können wir aufnehmen und dann mal kurz reinschneiden. Ach so, okay. Genau, da kommt jetzt gleich ein Schnitt, in dem die ursprünglich geplante Begrüßung von Herrn S. aus M. Zu sehen ist. Ja. Na, ihr Wichser. Okay. Hätte ich gesagt, also vielleicht könnt ihr dann sagen, das ist doch nicht schlimm, oder? Ich meine, man kann doch die Leute mit... Könnt ihr vielleicht sagen, aber ich würde es mit Na, ihr Wichser begrüßen. Ich fand's ein bisschen unangebracht. Also ich würde gern mit Na, ihr Wichser begrüßen. Ja, ja, jedem das Seine, sage ich nur. Ja, also... Okay. Ich finde, damit bricht man schon mal das Eis. Ja, auf jeden Fall. Als ob das Eis ist hier mal gebrochen. Ja, als ob es überhaupt Eis gäbe. Naja, bitte. Genug Eis. Man sieht es aber noch nie. Ich starte das Spiel jetzt. Man merkt erst, dass es Eis gab, wenn es gebrochen ist. Genau. Ich warte nur auf das Zählen. Oh, shit. Ich hab mein Großvater. Das sieht wieder gut aus. Mein Großvater immer zu sagen pflegte, das Eis ist erst gebrochen, wenn es gebrochen nachdem ist. Nachdem man sich richtig beleidigt hat. Sehr schön. Haben wir das schon mal getan? Nö. Ja, doch, also. Ja? Also ganz am. Also als wir uns kennengelernt haben vor vielen, vielen Jahren. Oh, Moment. 1, 2, 3. Hast du mich ja übelst beleidigt. Hab ich dich übelst. Ach komm. Immer. Ach komm, das ist immer was. Das muss ich dir erstmal austreiben. Das tut mir aber zu weh. Das habe ich auch gleich am Anfang gesagt, so, nee, so geht's nicht. Ach komm. Hab ich gleich gesagt. Glaube ich nicht. Doch. Ja. Wie Outlast. Ich höre nichts. Sie hören nichts. Warte jetzt. Warte doch, jetzt geht's. Genau. Ja. Option ist, habe ich alles eingestellt. Grafik, ja, dann volle, brauchen wir da auch da nicht, volle Kanone. Ja, man muss auch trotzdem mal kurz drüber schauen, damit die Zuschauer wissen, ah, okay, die spielen so. Ja, ja. Also wir spielen Grafik auf höchste Auflösung. Chris. Sehr hoch. Chris hat nämlich eine super Grafikkarte. Eine Bombe-Grafikkarte. Die uns erlauben wird, Outlast auf höchsten Grafikeinstellungen zu spielen. So ist dem. So, los geht's. Aufi! Jetzt habe ich ja keinen Bock mehr hier. Sie fangen auch an. Ne? Ganze rum hier Hampel. Genau. SA. So. Ja, wir müssen am Anfang. Nee, Beispiel. Wir müssen aber auch zuhören jetzt. Oh, stimmt. Outlasten den schweren Mal ganz kurz, bevor du jetzt anfängst, hier das Ding runterzurattern. Ja? Ja. Also, diesmal gehen wir voll drauf ein. Wir gehen voll drauf ein, ich würde volle sagen. Rotze. Das heißt, volle Rotze. Während was ist, ne, quatschen wir nicht dazwischen. Nein. Wir konzentrieren uns auf die Story. So ist es.
So, wie machen wir das? Wollen wir uns wieder abwechseln bei jeder ihren Ding, oder? Ja, ich mache den ersten Absatz, würde ich sagen. Erscheint mir fair. Ja. Dann machen Sie weiter. Tun wir das so, oder? Ja gut, ich habe heute schon 12 Stunden gearbeitet, muss ich sagen. Wenn Sie möchten, kann ich auch den zweiten Absatz übernehmen. Was? Ich finde, ich mache das, weil ich muss lesen üben. Alles klar. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte, oh, und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Das ist ein geiler Satz, Mann. Okay. Sie sind dran. Kannst du den nächsten Absatz lesen, welche? Ja, mach mal. Aber lass doch nicht. Was? Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur. 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 Ja. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Was? Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, Journalisten einen großen Bogen machen. Nein, das ist richtig. Was? Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die andere Journalisten einen großen Bogen machen. Anderen Journalisten müsste aber heißen, oder? Ja, um die andere Journalisten einen großen Bogen machen. Ach so, jetzt hat okay. Die anderen Journalisten einen großen Bogen machen. Hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen, wollen wir wieder von vorne lesen? Ja, nein. Ja, das ist schon wieder hier. Ne? Der Nervenheilanstalt. Mama, ich bin noch nicht. Oh, was ist hier los? Ja, das war nur der Hintergrund. Okay. Einen großen Bogen machen. Hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken? Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist ein Kämpfer. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Messel zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Das hört sich voll nach einem Nisch an. Das ist doch das Gleiche. Ja, super. Turn off. Turn off, nein. Läuft. Super. Das ist doch gleich. Nein. Warum können wir nicht mal hier ein bisschen abgehen? Besser? Bisschen hier. Achso, hier. Weißt du, bei... Hier, es hat alles angefangen mit Slender zum Beispiel. Ja. Nur weglaufen. Ja. Das ist auch das Beste. Ohne Waffen, weg. Dann gehst du weiter mit Anisha, kannst dich nicht wehren, weg. Und jetzt das Gleiche. Ja, das ist das Beste. Dass wir uns mal wehren können. Ich finde es in solchen Situationen einfach am besten, wenn sie. Gab's mal irgendwo ein Spiel, wo wir uns wehren konnten? Gab's mal irgendwas? Überleg mal. Bis jetzt noch nicht. Forest? Nein. Forest? Nee. Korridor auch nicht, ne? Nee. Ich würde sagen, fortfahren. Okay, jetzt geht's los. Outlast, wer das Spiel noch nicht kennt, wir kennen es auch noch nicht. Also absolut nicht, ich habe nur mal den ersten Bereich mal kurz geschaut. Du hast gar nichts. Sie sehen, ihr übernimmt Kunde die Hand. Oh! Safaz. Wie kann man das aussprechen? Und du kannst gucken. Ich hätte nichts befallen. Ja. Aber schöne Musik. Jetzt wird der Regen gesagt. Mount Massive Asylum. Wunderschön. Zwischen. Was macht er? So, kann ich mir mal was machen hier? Wie sieht das aus hier? Guck mal, er ist doch aufs Radio. FM 1079. Also ich kann nicht interagieren. Das ist bestimmt wichtig. Nee, geht nicht. Okay, was ist jetzt los hier? Er macht das alles selber, ich mach das nicht. Okay. Oh, hallo. Jetzt, ab da kann ich steuern. Nee, oh, was machst du? Nee, nur die Kamera kann ich. Ich mach nichts. Okay. 17. September 2013 von Leck mich im Arsch an Miles Leck mich im Arsch. Betrefftipp, illegale Aktivitäten bei... Nein, das machen wir an Miles Upshur. Psychiatric Systems. Ja, genau, die Upshur. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric System in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit dem Kerl. Geil. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Ich glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Ja, Wahnsinn. Was müssen wir lösen? Diese Aufgabe müssen wir lösen. Ich schließe. Schließen Sie. Das heißt, was sind wir... Lass mal hier die Batterie. Genau. Das habe ich schon mal gesehen. Pass auf. Das ist eine Kamera. Wie eine Knarre wird das geladen. Das ist aber noch ein DV-Rekorder, oder? Die Kamera wird geladen wie eine Knarre, hey. Ja, DV. Ist das DV? Mini-DV? Ja.
Aber der macht HD. Miles, irgendwas. HD auf Mini-DV. Oh. Das ist nicht funktioniert. Was ist Nachtsicht, das? Nachtsicht. Hä? Das war Nachtsicht. Ja, warum? Die Kamera kann halt Nachtsicht. So. Okay. Oh, Licht. Oh, schön. Hast du es gehört? Mhm. Oh. Deine Ziele werden in deinem Notizblock Tabulator aktualisiert. Dort findest du deine Notizen N und gesammelte Dokumente. Was stand da unten jetzt? Ja. Verdammt. Oh. Und das geht ja richtig, Sie können schauen. Sie können die Mausempfindlichkeit, das haben wir ja gelernt. Das ist aber schon sehr krass. Ja, pass auf, ich zeige es Ihnen. Einmal drucken. Einmal drucken? Genau, einmal diesen Knopf hier drücken, ne? Ja, zum mittleren. Und dann, es gibt drei Stufen. Einmal, jetzt müsste es leichter gehen. Also schwerer, beziehungsweise. Ja, aber so ist es ganz okay. Drücken Sie nochmal? Nochmal. Ja. Dann wird es schneller, oder was? Damit schneller. Ja, wird schneller, will ich aber nicht. Damit Sie den Gefühl kriegen. Ja, aber das brauche ich ja nicht. Okay, gut. Weil das ist eh schon ein bisschen zu schnell. Ich hätte es noch langer. Oh, schauen wir uns das Auto an. Warum? Das Auto möchte ich hier mal kurz erwähnen aus meiner langjährigen Spielerfahrung. Erinnert mich sehr stark an ein anderes Spiel. Nämlich Silent Hill 1 für die PlayStation. Das sieht dem Auto sehr ähnlich. Von Harry Mason. Ich möchte nur ein bisschen fachsimpeln. Was sagst du? Gell? Hier, das erinnert mich voll an die Pforte von unserer Arbeit. Echt? Ja, stimmt! Hier hocken sie immer, weißt du? Was machen sie eigentlich beruflich? Was machen sie eigentlich beruflich? Wurde immer noch nicht gelöst. Hat bis jetzt noch kein Schwanz interessiert. Nicht einen Penis hat es interessiert. Also ich weiß nicht, ich glaube, in fast jedem Let's Play, das wir aufgenommen haben, haben wir gesagt, wer unser Beruf rauskriegt... Der kriegt den raus. Der kriegt den raus, erstens das, zweitens... Aber hallo, was kriegt er dann? Ja komm, das überlegen wir uns auf jeden Fall. Ja. Aber es wäre mal geil, wenn sich mal Leute anstrengen würden, herausfinden, genau, was wir für einen scheiß Beruf haben. Verfickt nochmal. Das setzt sich keinen Schwanz vor uns, ist aber völlig normal. Mein Gott. Auf jeden Fall sitzen die Pförtner immer hier, ne? Genau. Oh! Sie wissen ja. Das ist ja kidding, ja, das ist eine Tradition. Naja, ne? Ich dachte, du hast es mit der Kamera mal gefixt hier. Tradition? Ich fix das nicht, das ist Tradition. Was, du fixst? Ich fix. Also nicht ficken, sondern fixen. Genau. Fixen, du weißt was du fix hier. Fixen, ja. So, auf jeden Fall sitzen die halt immer hier, die Kollegen, und die sitzen an der Pforte, da muss man sich denken, also auf dem Gelände, wo wir arbeiten, da ist nur nicht so viel verraten. Fachpersonal gefragt, sag ich mal. Und nur Experten dürfen dieses Gelände betreten. Da darf nicht jeder rauf. Unter anderem wir. Natürlich. Aber diese Pförtner, die interessiert das halt meistens nicht, sondern die sagen hier immer... Die winken durch. Hier, Mareike, geh weiter. Mareike. Jetzt bin ich in Zeiten gelesen. Was? Also wenn ich das so sehe, habe ich mal richtig Bock zu swaffeln jetzt eigentlich. Wenn ich das so Zeug so ganz sehe, das ist richtig schön rumswaffeln. Also weißt du, was ich mir unter Swaffeln vorstelle? Jetzt bin ich gespannt. Sitz. Also das ist nur als Andeutung. Ja. Ich bin gespannt, wenn sie es rausfinden. So. Also hier ist nichts drin. Kannst du irgendwas benutzen? Achso, wir sollten uns doch nochmal die Steuerung kurz angucken, nur um zu wissen, wo die Benutzentaste ist. Wo ist die Steuerung? ESC. X. ESC. Option. Option. Nicht speichern verlassen. Steuerung. So, wer ist AD? Ist klar. Hocke, STG links. Ist klar. Was? Hocke. Hocke. Benutzen linke Maustaste. Rennen. Entschuldigung. Umschalttaste. Das erinnert mich an was. Okay. Genau, also wissen Sie, wir benutzen jetzt linke Maustaste. Entschuldigung, ich muss mich kurz... Können Sie tun, haben... Ich habe... Mach mal hier weiter. Also gut. Und du kriegst es auch mit, ne? Camcorder ein, aus. Rechte Maustaste. Nachtsicht ein, aus. F. Kamera an, aus. Rechte Maustaste. Jetzt muss ich auch... Kamera ein, aus? Ja. Der Camcorder, den ich gerade gesehen habe. Ich finde, wir brauchen einen neuen Stil, wie wir Let's Plays aufnehmen. Nicht? Das ist alles ein bisschen Noobie. Ich finde es geil. Aber ein bisschen Noobie. Ich finde es geil. Weißt du, man könnte sich auch mal an die großen YouTuber richten. wenn man selbst ein bisschen Größe hätte, könnte man das tun, aber da wir ja keine Größe haben. Leute, die keine Größe haben, richten sich an Leute, die Größe haben. Ja. Deswegen haben die aber Größe und wir nicht. Ich sehe es nicht, dass sie sich da nach uns richten oder an uns richten, an die Großen. Nee, wir machen es ja nicht richtig. Wir machen hier nur Scheiße. Besser? Schaut es mal hier mal richtig besser? Das Wichtigste ist ja Spaß bei der Sache. Ja. Na, Hauptsache ich. Hauptsache du kommst nicht zu Wort. Du kommst nicht zu Wort. Bla, bla. Ich finde das super, wenn du die Amerika so. Ja. Also schau dir jetzt so nach rechts. Ja. Springen, Leertaste. Ja. Okay. Genau. Also wissen wir alles Bescheid. Oh, Batterie aufladen, wichtig. Anscheinend. Ja. Also übernehmen. Ja. Kennst jetzt mach gleich mal die Kamera auf. Bleiben die Kamera auf. ESC bitte einmal. Was? ESC. Sichere. Oh. Kamera aufrufen. Ja, rechte Maustaste, mach mal. Okay. Oh. Also ich nehme bis jetzt... Sie hören, ja? Hören Sie gut mit Ihrem Ohr? Ist es alles gut? Super, ich höre jeden Schritt. Ja, das sind meine eigenen Schritte, weil agitiert. Schau mal. Wir sehen uns selbst. Ja. Lauf mal. Ja, aber das Ding ist... Guck mal, so können wir so eine Koop spielen. Willst du so viel Scheiße spielen? Was Koop? So machen wir das doch nicht. Lauf mal. Das ist doch Quatsch. Das ist geil. Überhaupt nicht. Voll gut. Ich drücke immer nach vorne. Ja, ist super. Nein, okay.
Auf jeden Fall. Drücke linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt und bewege dich vorwärts. Leck mich im Arsch. Okay. Lass mal die Kamera zum Auschecken. Was war denn mit der Kamera jetzt? Du kannst zoomen noch, habe ich gelesen jetzt eben. Oh. Ja, halt mit... Das ist ja klar, mit Mausrad. Genau. Was drücke N und... Was genau bringt das, Plessis? Weiß kein Mensch. Nervenheilstand Mount Massive. Sogar in Schreibschrift geschrieben. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Den Nervenheilerstand Mount Massive, den 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 vom Murkoff Psychiatric System unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wieder eröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition. Ausbeuterisch Profit als Wohltätigkeitsarbeit, Jura Hammer Mette Haffi. Genau mein Gedankengang. Zu tadeln, aber niemals auf amerikanischem Boden, was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen. Es muss groß sein. Wie komme ich? Was bitte? Ich habe nichts mitbekommen jetzt. Ja, Hammer Mette Haffi, oder? Ja, Hammer Mette Haffi. Mobilfunknetz. Jammer. Jammer Mette.